Heiko, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal sind wir in die Basis der Abtrünnigen eingedrungen, um die Reals zu klauen. Allerdings wurden wir ganz schön vermöbelt bei dem Versuch. Deswegen werden wir es heute nochmal versuchen. Ich habe den ganzen Dungeon nochmal gespielt. Ich habe hier irgendwie gesehen, habe da unten gespeichert. Das ist nicht so weit ist, sollten wir den Kampf nochmal neu starten müssen. Ich habe außerdem noch ein paar Erfgemmen verteilt. Können wir uns auch gleich noch angucken. Moment, wir fahren erstmal noch hier hoch. So. Erfgemmen. Was haben wir denn? Wir haben... Ich glaube, das hatte er vorher schon. Ah, ich habe ihm noch Schlitzer gegeben. Erhöht die Basisattacken-Kombo auf 6, nicht verknüpfbar mit Spezialattacken über 4. Bedeutet, wenn Zardos im Kampf ganz normal zuschlägt, kann er normalerweise 3-mal zuschlagen. Also diese Normalattacke, nicht die Special-Dinger hier. 3-mal. Danach kann man so eine anknüpfen. Jetzt kann er 6-mal nacheinander zuschlagen, bevor diese kurze Pause kommt, wo man nichts tun kann. Kann nach 3 dann aber nichts mehr hier kombinieren. Also nach 3 geht immer noch, aber ab 4 halt nicht mehr. Trotzdem sehr, sehr, sehr cool. Ich hatte nicht auf dem Schirm, was ihr da schon habt, weil ich unter dem Namen Schlitzer nicht daran dachte mit, hey, erhöht meine Basisattacken-Kombo. Warum heißt das Schlitzer? Ich glaube, Leute hat sowas ähnliches und bei ihm heißt es Combo Plus oder so. Hier, erhöht die Basisattacken-Kombo um 1. Mal davon abgesehen, dass es bei ihm nur 1 mehr bringt und bei Zardos bringt es direkt 3 mehr. Ich glaube, Rain, Prisea und Genus haben nur eine Basisattacken-Dings von 2. Von 2! Man hat es einfach mal auf 6 erhöht. Okay, so, wir wissen alle, der große Auserwählte ist awesome. Rain habe ich die Sachen hier gegeben. Jetzt hat sie E-Blocker, also elementarer Blocker wahrscheinlich. Verhindert das Straucheln bei einer gegnerischen Elementarattacke. Nicht immer, aber eventuell, wenn sie wieder angezaubert wird, unterbricht sie ihren eigenen Zauber nicht. Und Kraft des Blutes stellt TP bei Verletzungen wieder her. Das heißt, ihr werdet zumindest nicht die TP ausgeben. Regel hat KP-Gewinnung. Der Schaden durch den letzten gegnerischen Treffer wird langsam aufgehoben. Leben plus, was er das auch hat, nach dem Kampf manchmal mehr KP. Und erhöht die Dauer eines Kraftschubs. Ja, mir ging es vor allem um KP-Gewinnung und hier ein bisschen Widerstand und sowas. So, Prisea unisono hatten wir, glaube ich, schon bei ihr, oder? Verhindert Straucheln, wenn Charakter beim Verspotten attackiert wird. Gut, Spotten tut sie ähnlich, aber Treffer pro. Erhöht die Chance, kritische Treffer zu landen. Ich hatte nur noch 1er und 2er Gemmen bei ihr, deswegen ist da nicht so viel tolles Zeug. Aber ja, damit schaffen wir das und... Moment. Ich musste feststellen, dass dieses Passwort sich jedes Mal ändert. Wir hatten nämlich dieses Mal das Leben des Mana ist... Moment. Das Fundament des Lebens. Das Fundament des Lebens. Und ich glaube, im Let's Play, im letzten Part, hatten wir der Glanz des Lebens, oder? Vielleicht ist mein Gedächtnis auch furchtbar schlimm. Aber ich weiß nicht, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich dachte, hey, es war anders wie sonst. Ha, okay. Let's go. Diesmal schaffen wir es. So you've come, like moths to the flame. Ever say anything original? You gotta admit, that line is seriously cliche. I see your attitudes haven't changed, but your impudence ends here. Prepare to die. I'll show you the difference of our strengths. Okay, so, wir beginnen damit. Warum sind wir eigentlich nicht voll geheilt, wenn wir in den Kampf gehen? Wow, damit hätten wir vielleicht beginnen sollen. Okay, wir beginnen damit. Die beiden zu scannen. 16.000. Ich glaube, Roda hatte weniger. Das heißt, wir gehen erstmal auf ihn. Moment, wir könnten auch mal hier sagen, offensiv. So, du hast, ja, 12.000. Okay, ich ermöbel dich zuerst. Oh, und ich hatte, ach, verdammt daneben, ich hatte irgendeine coole Unisono-Kombo gehabt, als ich nochmal auf den Ganzen durch bin. Ich glaube, mit Zellos Lightning Blade und mit Rain. Wow, 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 wow. Okay, Rain hält mich gut. So.
Okay, 5000. Hörst du auf zu zaubern? Ah, ich konnte nicht mehr blocken. Hilfe. Oh mein Gott. Okay, Moment. Ich hau eine Energietablette raus. Wir haben noch welche, oder? Genau. 30% Kaffee für alle. Au, au, au. Okay. Wir schaffen das. Wow. Rain. Schneller, Rain. La 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 la. Let us go. Oh mein Gott, Zellos, du bist der langsamste Heiler der Welt. Ja, wow, okay. Okay, Brains, wir lassen es dir. Heil mal bitte schneller. Aber Border ist down, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann sollten wir das jetzt eigentlich hinkriegen, wenn es nur noch einer ist. Weil dann sollte Rain eigentlich jetzt ungestört da hinten bleiben. Wenn wir hier fleißig auf ihn einprügeln. Au, au, au. Doch. Das sieht wesentlich besser aus dieses Mal. Oh, Gewalt hat gesiegt. Auch Regal TP. Oh mein Gott, er hat noch 8000. Okay, Regal, nimm dir. Gönn dir. Los. Ich glaube, dann kämpfst du besser. Ja. Rain greift sogar an. Krass. Okay, Rain, wenn du Zeit hast zum Angreifen, dann kannst du uns auch mal... Oh, ich habe das rausgemacht. Ups, stimmt. So, bitte schön. Booste uns, wenn du möchtest. Oh! So. Du blockst, okay. Meinetwegen blocke. Hauptsache, du greifst nicht an. Au, au, au. Große Auswahl, die ging zu Boden. Ach, na, ist okay. Nach Bern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Zellos, du bist so cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, er blockt. Hallo. Oh yeah, mehr Angriff. Das wird Indignation. Serious. Spring doch, Zellos, spring doch. Oh nein, die unsichtbare Wand war hinter mir. Oh, Prisea. Wie hast du das überlebt? Hat sie irgendeine Erfgamme mit wegen, von wegen überlebt ganz knapp oder hat sie gerade wirklich einfach nur ein KP übrig gehabt? Das ist schon krass. Meine Güte, Yuan ist krass. Okay. 600 noch. So viel dazu. Wow, plus 8,9 Grad. Okay, ich glaube, so gut haben wir noch nie. Regal erhält Healer. What? Rising Falcon? Boah, ich muss ja Leute spielen, glaube ich. Ich liebe Rising Falcon. Fossil. Titel strahlender Ritter. Was zur Hölle? Titel Professor? Schwer. Okay. Ah, das sind, glaube ich, die Titel für ein bestimmtes Level. Okay. Zu viel. How could I lose? Lloyd, your X-Sphere. To think that it's really evolving. My X-Sphere? What's this shaking? Lloyd, now's our chance. Let's take the Re-Arts, now! Alright. Sir, this earthquake. Could a mana link have been broken? Possibly. Investigate the cause of this earthquake immediately. What shall we do about the Re-Arts? It doesn't matter. Let them go. My little friend can tell us where they are at any time. Durch Drücken von Kreis kannst du im Gelände auf die Re-Arts aufsteigen. Links zum Lenken. Nach links und rechts, oben, unten, ja. X zum Vorwärts bewegen. L und R Kamera. Kreis zum Landen. Oh mein Gott. Okay. Moment, das heißt, die Welt steht uns jetzt offen. Ich kann hin, wo ich will. Oh, Baby. Ich glaube, es wird Zeit für eine Erkundungstour, nicht wahr? Aber erstmal hätte ich gerne.
Haben wir irgendeine Stadt, wo wir nett, also wo wir schön reinkommen und, oh hey, ein Türmchen. Misoho. Misoho ist doch gut. Da hast du, verfolgt uns, glaube ich, niemand. So. Gab's hier ein Hotel? Ah, vielleicht kann ich beim Dorfältesten schlafen. Hello. Hello. So. Kann ich hier übernachten und mich heilen? Schlafen? Oh mein Gott. Ich kann hier nicht schlafen. Dann gehen wir vielleicht doch nach Osette. Eieieiei. Ich will doch nur irgendwo übernachten. Okay, wir können auch mal gucken, welche 50.000 Sachen wir bekommen haben. So, erstmal kann ich bei dir das und das wieder ausmachen. Wer hat denn neue Attacken bekommen? Healer. Halt ein Mitglied der Gruppe. Ich habe vollkommen vergessen, dass er eine Heildings lernt. Eine Heilattacke. Attacke ist das falsche Wort. Heilskill. Heilfähigkeit. Effektivität proportional zum Abstand. Also effektiver, wenn er näher ist oder wenn er weiter weg ist. Final Punishment. Aha. Ja, Rising Falcon. Die hat auch irgendwie. Ich hab keine Ahnung, ihre Attacken alle irgendwas mit Stil heißen. Denke ich mir gleich. Tidal Wave. Oh, welche Mist. Okay, Genius kommt wieder rein. Definitiv. Definitiv, das sind nur, weil wir den Typ gewechselt haben. Hellfire! Ich liebe Hellfire. Oh, schön. Schön. Status. Wir hatten noch ganz viele Titel, nicht wahr? Hexer. Ja, das sieht doch gut aus. Seine Kraft reicht in den Himmel. Seine Stärke wird von allen Seelen gefürchtet. So, Sheena hatte Akrobatin, glaube ich. Verwehrt den Gegner mit schnellen Bewegungen, schlägt dann tödlich zu wie ein Akrobat. Das ist auch besser, als was DL hat. Was hast du denn neu? Schwert der... Wow. Der dämonische Schlag kann einen Wirbelwind verursachen. Der Titel ist Bild seiner Kraft. Einsames Mädchen? Hatte sie einen neuen bekommen? Nee, ne? Das sind die Level, ja, das sind die Level 40 Titel nämlich. Und Trisair ist nicht Level 40. Ha. Dam, 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 dam. Oh, Regal. Auch nicht. Rain hat bekommen Professor. Ihr unglaubliches Wissen lässt sich nicht in Worte fassen. Man nennt sie Professor. Zelos hat bekommen Strahlender Ritter. Ja, ein Titel für jemanden, dessen Schwertspitze in einem magischen Licht erstrahlt. KPTP. Ja komm, KPTP ist immer gut. So, Genius hatten wir schon. Okidoki. Wunschanhänger. Prisea, du siehst nicht gut aus. Ah, nein. Es ist nichts. Es ist sicherlich nicht nichts. Ah, es ist nur... Ich wollte einen Wunschanhänger aus gesegnetem Holz machen. Du bist gesegnetes Holz holen gegangen? Es wächst doch nur im giftigen Sumpf. Gesegnetes Holz ist heiliges Holz. Daher, ich dachte, es sei wirksamer. Du darfst dich selbst nicht so fordern, Prisea. Wenn du krank würdest, wäre Colette traurig. Oh, Prisea ist echt süß. Oh. So. Ich wollte irgendwo schlafen und einkaufen. Ist mir das vergönnt, Spiel? Oh Gott, diese Steuerung ist so absolut nicht intuitiv. Da. Osette. Runter. Okay, gut. So. Darf ich hier bitte rein? Darf ich? Aha. Wir können bestimmt 10.000 Sidequests und Special-Dinger jetzt machen. Ich habe einfach absolut keinen Überblick. Welche? Ha. Erstmal schlafen. Ja. Danke. So. Dann speichern wir noch, wenn wir diesen krassen Mega-Boss-Kampf geschafft haben. Und wir jetzt wissen, dass das Spiel uns einfach beim letzten Speicher schon wieder rauswirft, wenn man stirbt. Und nicht so ein, hey, wir sind mal nett, willst du den Kampf nochmal versuchen? Ja? Nein? Ich würde aber sagen, bevor wir die große Welt erkunden und alles, was uns offen steht, machen wir doch erstmal damit weiter, wo wir weitermachen sollen.
Mir fehlt nämlich Coletti. Dank der Riads können Lloyd und die anderen nun den östlichen Himmel über Tefe'ala nach Royal und Coletta suchen. Östlicher Himmel. Okay, Osten ist rechts. Nee. Ja, dann suchen wir mal den östlichen Himmel ab. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wo sie ist. Ist die Weltkarte irgendwie groß? Ah, oh Gott. Moment, wir sind das Rote? Wir sind das Rote. Okay. Jo, ne? Also hier sind wir ja irgendwo gestartet. Hier war ja irgendwo die Basis. Und das hier ist so der östliche Himmel, würde ich sagen, ne? Boah. Joa. Mhm. Na, seht ihr Colette? Oh! Oh, wir können hier. Können wir jetzt hin? Aber nein, das ist nicht das, was wir suchen. Aber da muss ich auch noch hin. Darf ich nicht vergessen. Colette! Diese Abtrünnigen, so werden sie genannt, nicht wahr? Sie besitzen eine beeindruckende Technologie. Ihr Stützpunkt ist einfach unglaublich. Wenn man sich das Niveau dieser Technologie anschaut, so muss Crucius eine noch höhere entwickelte Technologie besitzen. Ja, wir müssen uns gut vorbereiten. Aber wir besitzen etwas, das sie nicht haben. Hä? Was denn? Liebe und Mut! Ach, hey, Regal denkt beständig an so etwas Gewöhnliches und Lächerliches. Gewöhnlich und lächerlich, hm? Huh? Ah, vielleicht ist es für Regal nicht gewöhnlich und lächerlich. Wo ist diese Basis? Das ist auch wichtig später, das was da unten gerade war. Sieht man auf der Karte irgendwas? Nee, ne? Absolut nicht. Okay. Okay, Moment. Wir machen das nochmal. Hier sind wir gestartet. Und dann hieß es, den östlichen Himmel absuchen. Also so. Ich fliege auch weit oben. Das sind die heißen Quellen. Wir fliegen einmal um die große, weite Welt. Wenn der Wunsch wahr wird. Prisea, schau, ich habe den Anhänger fertig. Oh, der ist schön. Da ist ein Engel eingeschnitzt. Ja, du hast dafür durchgemacht, nur um das gesegnete Holz zu holen. So habe ich es mit meinem Herzen geschnitzt und Colette gewünscht, dass sie zurückkommt. Und deshalb habe ich 3 Tage nicht geschlafen. Der ist großartig. Nun schreib deinen Wunsch drauf. Ja. Ja, yeah, wir wünschen, dass Colette gesund zurückkehrt. Wenn dein Wunsch wahr wird, zerbrichst du den Anhänger und lässt ihn vom Fluss wegtragen. Bis dahin, pass gut darauf auf. Was? Er wird zerbrochen? Genau, so benutzt man einen Wunschanhänger. Warum hast du das nicht sofort gesagt? Ich habe mir solche Mühe gegeben. So. Wir sind schon komplett um die Welt geflogen, okay. Mhm. Ich bezweifle, dass das so... Es muss doch irgendwo hier sein. Da ist was. Da. We finally found you. Using me. Let Colette go. An illusion? You can have that worthless chosen. Now I understand why Lord Eugracia left her alone. Worthless? Absolutely. A sinful chosen like that is completely useless for my mana cannon.
She can't save the world. She can't merge with Martell. She even puts her friends in danger. What a pathetic Chosen. Stop blaming Colette for things she did not do. Indeed. It is enough that I alone bear the weight of sin. You and I are the epitome of sin. I'll drag you down to hell with me. Take me to hell? You inferior beings and your silly jokes. Everyone, please run! Now, my darling pets, feed on the flesh of these wretched beings. Dragon, a subspecies of dragon, carnivorous, excels at the pursuit and capture. The probability of successful evasion on this small platform is 1%. Give me a break! I'll pass on dying, thanks. All we have to do is defeat them before they can kill us. Indeed. I have no intention of becoming a part of the food chain without a fight. Yay, Drachen! Schwingdrache und oh mein Gott, ist der riesig und Babydrachen. Wollen wir uns das wirklich antun? Ich bin nicht so sicher. Schauen wir mal. 12.000! Das ist so viel, wie Border hatte. Und oh mein Gott, der Drache wechselt, wo er rauskommt. Okay, Persea ist schon fast down. Wow. Wow, wie viel hat der? 18.000! Okay. Wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Mal. Also dann. Ciao, ciao.